Heute machen wir eine kleine Kombination, die eine Miami-Turn für die Follower hat, mit optional einem Kopftaucher in der Miami-Turn. Deshalb machen wir zuerst eine Übung für den Kopf. Und zwar, immer wenn ihr einen Duck macht, dann geht er nicht mit dem ganzen Körper nach unten, sondern es bewegt sich eigentlich nur der Körper, sondern ganz klein bisschen noch der obere Teil der Schulterlinie. Die erste Übung, die wir machen, ist, wir legen den Kopf auf die Seite, wir gehen wirklich hin, auf die Brust und gehen wieder mit dem Kopf hoch. Zur Seite, auf das Kinn und hoch. Also ich müsste eigentlich spiegelverkehrt stehen, damit ihr das auch, so wie ihr das nachher braucht, nach links, aufs Kinn, nach oben, nach links, aufs Kinn, nach oben. Das ist die Bewegung, die die Dame nachher mal brauchen für diesen Kopftaucher, wenn ihr den machen wollt. Ihr solltet auf jeden Fall darauf achten, dass ihr im Körper trotzdem gerade bleibt. Die Figur sieht so aus, dass wir ganz normal in einem Schal starten, das heißt, wir stehen voreinander mit dem Liegestütz. Über 2 und 3 mache ich dann aber den Weg frei. Ich gehe nach links, sie kann rechts von mir tanzen. Sie macht einen Schritt nach vorne, ich drehe meine rechte Hand über den Kopf, der steht im Schal. Dabei möchte ich nicht wie üblich ganz parallel rauskommen, also nicht wirklich so, sondern ich möchte die Dame auf jeden Fall vor mir haben und auch ein bisschen unterdreht. Das machen wir aus der Perspektive. 1, 2 und 3, 1, 2 und 3. Jetzt kommt die Miami Turn. Hier auf dem I wird erklärt, wie eine Miami Turn funktioniert, falls ihr das noch nicht getanzt habt. Eine 1,5-fache Drehung für die Dame. Ich drehe sie einfach hier 1, 2 und 3. Und dann kommt die normale Rechtsdrehung für die Dame 1, 2 und 3. Und dann könnt ihr weiter tanzen, wie ihr möchtet. Wenn wir hier in der Miami Turn stehen, 2 und 3, 1, 2 und 3, kann ich hier mit meiner Hand die rechte Hand der Dame, nein, die linke Hand der Dame loslassen, meine Hand von oben nach unten an ihre Schulter nehmen. Mein Ellenbogen muss weit oben sein, sodass, auch wenn sie diese Kopfdrehung, dieses zur Seite neigen, aufs Kinn, wenn sie das nicht kann oder nicht kann oder nicht tun möchte, dass sie trotzdem genügend Platz hat. Und dann drehe ich hier 1, 2 und 3 aus dem Horizontal. Wir machen das nochmal. 1, 2 und 3. Eine rechte Seite und Stopp. Bei dem 3 beginne ich ja schon den Ellbogen nach oben zu nehmen. Wenn ich hier merke, die Dame legt ihren Kopf auf ihre linke Schulter, dann brauche ich nicht ganz die Höhe im Ellbogen zu haben. Das macht optisch ein bisschen mehr her, wenn es knapp ist, sage ich mal. Aber es sollte auf jeden Fall reichen. Also ich muss mich als Herr an der Dame orientieren. Nämlich hier 1, 2 und 3. 1, 2 und 3 tanzen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Viel Spaß beim Tanzen.